Ja, wir sind Bühne Media, ich bin Benjamin. Und ich bin Dominik. Und wir sind eine Filmproduktion hier aus Nürnberg. Genau. Das Ganze machen wir jetzt seit 2012, haben damit ursprünglich hobbymäßig angefangen und sind dann irgendwann so ein bisschen in die Selbstständigkeit hineingerutscht nach unserem Abitur und machen das Ganze jetzt momentan hauptberuflich. Dadurch, dass wir ja damals mit Eventfilmen angefangen haben, konnten wir uns erstmal ganz gut ausleben, würde ich sagen. Und deswegen haben wir uns persönlich irgendwie bei jeder Produktion auch ein bisschen steigern können. Das haben wir vor allem in letzter Zeit gemerkt, seitdem wir auch viel mehr Filme machen, als wir es früher getan haben. Ja, was wir besonders gut können, ist, glaube ich, vor allem hinter der Kamera stehen und nicht unbedingt vor der Kamera. Ansonsten ja, versuchen wir aber gerade, weil wir auch so jung sind, immer mit der Zeit zu gehen und auf dem aktuellsten Stand zu sein. Vor allem für uns besonders wichtig sind kurze Kommunikationswege, da das auch gerade bei größeren Agenturen und Firmen ein Problem ist, dass sich alles sehr an die Länge zieht. Und genau daran versuchen wir zu arbeiten oder stellt uns vielleicht auch heraus gegenüber anderen, dass wir ja, sehr kurze Kommunikationswege haben, gerade was Feedbackschleifen angeht und Vorbereitungstreffen. Was uns besonders gut am Unternehmertum gefällt, ist auf jeden Fall die große Freiheit, sich die Arbeit ja, selbst einteilen zu können, die Zeit, wann man schneidet. Natürlich, der Kunde hat einen Drehtermin. Ansonsten können wir frei arbeiten, uns die Zeit im Büro selbst einteilen und das ist auf jeden Fall ganz klar ein Vorteil. Genau. Ein Nachteil, könnte man sagen, ist natürlich, dass einem keiner sagt, wann man jetzt wirklich arbeiten muss. Vielleicht hat man eine Deadline, bis wann ein Projekt fertig sein muss. Aber man muss sich auch schon mal selbst ein bisschen hochkriegen können, auf jeden Fall. Und ich glaube auch gerade ja, die Entwicklung im Unternehmen oder bei einem selbst kann man auch ja, frei entscheiden, in welche Richtung es gehen soll, worauf man sich spezialisiert, worauf man vielleicht besonders viel Lust hat. Ja, und da die Freiheit zu haben, sich das selbst einzuteilen, ist, glaube ich, für uns sehr viel wert. Ja.